Wir wollen gemeinsam beten. Heiliger, erbarmvoller Gott, unser Vater, der du uns liebst, wir waren weit von dir entfernt und waren verloren, doch hast du Erbarmen zu uns gehabt und den Fluch und das Gericht, das wir empfangen sollten, hast Herr Jesus Christus du an unserer Stelle auf dich genommen. Und durch dein wertvolles Blut hast du unsere Seele reingewaschen. Ohne Verdienst hast du uns errettet und uns zu deinen Kindern gemacht und hast uns diese Hoffnung, große Hoffnung gegeben, in dein ewiges Himmelreich zu kommen. Und für diese Gnade, Herr, wollen wir dir danken. Heute haben wir uns versammelt, die durch dein Blut reingewaschen worden sind, um dein Wort zu lernen, dich zu lobpreisen, um in dir eine heilige Gemeinschaft zu haben. Herr, wir danken dir, dass du das möglich machst. Jeder einzelne von uns, bitte schaue auf ihn und halt ihn fest mit deinen erbarmvollen Händen, sodass wir in deiner prachtvollen Gnade erfüllt werden können, heiliger sein können und vollkommen werden können, sodass wir unser restliches Leben als deine Kinder aufrecht leben können. Herr, bitte beschütze uns und bewahre uns dafür. Herr, in dieser Endzeit ist diese Welt immer weiter erfüllt mit der Sünde und immer mehr schreckliche Dinge passieren. Herr, aber trotzdem bewahre uns darin, gib uns Frieden und gib uns Freiheit in unserem Herzen. Halte uns fest und wir danken dir, dass du uns auch immer stets beschützt. Herr, durch die Kraft, die in uns wirkt, möchten wir unser restliches Leben nur für deinen Willen und deine Herrlichkeit leben. Hilf uns, dass wir dein Werk auch erfüllen können als ein Teil deines Leibes. Nutz uns. Es gibt viele Gemeinden auf der ganzen Welt, die unter Schwierigkeiten leben. Wir danken dir dafür, dass du sie beschützt. Lass uns leben, indem wir gefüllt werden mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit. Diejenigen, die in Schwierigkeiten sind, in Drangsal sind, bitte erweise jeden von ihnen die Gnade, die sie benötigen, sodass keiner von ihnen vom Glauben abfällt. Ja, der du uns von Zeit zu Zeit das Wort gibst, das wir benötigen, der du uns den Weg zeigst, den wir gehen sollen. Lass uns auch in dieser Stunde deinen heiligen Willen, dein Wort lernen. Lass uns deinen Willen und dein Wort noch mehr verstehen, der du uns unseren Schwachheiten nachkommst. Herr, gib uns die Weisheit, deine Wahrheit zu unterscheiden und gib uns auch den Mut und die Freimütigkeit, dein Wort zu stehen. Wir wollen auch, dass auch in dieser Stunde der Heilige Geist uns in diese leitet und dies alles haben wir gebetet im Namen Jesus. Amen. Wir wollen gemeinsam den Lobpreis hören.산을 향하여 눈을 들
Lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen. Titus. Titus, Kapitel 2. Titus im Neuen Testament. Titus, Kapitel 2. Ab Vers 11. Titus, Kapitel 2, ab Vers 11. Bis Vers 14. Lass uns gemeinsam lesen. Titus Kapitel 2 ab Vers 11 bis Vers 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Bis zu dieser Stelle. Die Corona-Pandemie ist weltweit schnell am Verbreiten. Und es ist auch wirklich im Höhepunkt. Und viele Menschen auf der Welt werden von Corona betroffen, leiden und verlieren auch ihr Leben. Und unter diesen schwierigen Umständen ist der Herr bei uns und bewahrt unseren Glauben. Und trotzdem verkünden wir überall auf der Welt das Wort mit Kraft. Und auch der Herr wirkt in den Gemeinden weltweit und viele Menschen werden gerade errettet, trotz alledem, trotz all dieser Situation. Und es ist ein großes Zeichen dafür, dass der Herr durch uns wirkt. Und wir können dem Herrn umso mehr den Dank und die Herrlichkeit erweisen. Und gerade in diesem neuen Jahr fühlt es sich so an, als würde das Evangelium auch noch kräftiger verkündet werden. Und die Bibelseminare werden fortgeführt und viele, viele Menschen kommen gerade zum Glauben. Das, was wir wirklich verlangen, ist ja, dass so viele Menschen, die noch nicht errettet worden sind, Freunde, Familien, Verwandte, wir trotzdem wollen, dass die Menschen auch weiterhin errettet werden. Und nicht nur einfach damit, dass die errettet worden sind, uns zufrieden geben, sondern diese auch weiterhin in der Gemeinde, die errettet ist, bleibt und auch als Kinder Gottes heranwachsen. Und es auch dem Herrn eine große Ehre ist und werden kann. Und die Predigten, die wir jetzt gerade hören, ich fand es notwendig, dass es passend sein sollte für die, die neu errettet worden sind. In der Bibel gibt es natürlich auch Worte, die geschrieben worden sind, um errettet zu werden, aber auch Worte für das Leben als erretteter Christ, wie man das Leben auch weiterleben sollte. Und wir, die errettete Christen sind, da ist jetzt die Frage, wie wir leben sollten. Das ist also auch sehr, sehr wichtig. Und wenn wir nicht wissen, dass wir errettet sind, wenn wir nicht wissen, dass wir verloren sind und in kürzester Zeit auch bald vor dem Ende
des Lebens stehen. Und wenn wir auch allein diese Menschen sehen, die dem Ende ausgeliefert sind, aber auch gleichzeitig Menschen sehen, die behaupten, sie seien errettet und allein mit dieser Errettung sich zufrieden geben und als Christen nicht aufrecht leben können, dann fragt man sich ja auch ernsthaft, sind diese Menschen denn errettet? Und es bedrückt auch einen sehr. Wenn ein Kind geboren ist, dann sollte das Kind ja auch heranwachsen und die Worte sich verändern und die Taten sich verändern immer mehr und die Eltern auch beglücken und auch vielen Menschen in Liebe und in Lob leben. Genauso ist es mit dem Christen, wenn er heranwächst, ist es halt auch umso wichtiger, dass es vernünftig aufwächst. In 1. Korinther Kapitel 3 kann man nachlesen, dass es eine Gemeinde dort gibt, in Korinth, wo Apostel Paulus dort das Wort verkündet hatte. Diese Menschen dort, sie waren auch wohlbesinnt im Wort, waren so geistlich, dass sie auch angefangen haben, in fremden Zungen zu sprechen. Aber sie waren so zufrieden mit sich selbst, dass sie irgendwann hochmütig wurden, arrogant wurden und anfingen, Apostel Paulus zu verurteilen. Aber in 1. Korinther Kapitel 3 steht geschrieben, ihr seid immer noch, ich kann zu euch nur sprechen, als zu Unmündigen in Christus. Dass man keine feste Speise zu sich nehmen kann, sondern immer noch die Milch trinkt. Milch trinken sollte man nur einige Monate. Wenn man aber mit ein, zwei, drei Jahren die ganze Zeit noch nur die Muttermilch trinkt, dann ist das ja nicht richtig. Auch bei Tieren ist es so, dass sie eine bestimmte Zeit lang bei der Mutter bleiben und dann irgendwann vertrieben werden, dass sie selbst auf eigene Kraft leben sollen. Auch in Hebräer Kapitel 5, Vers 14 steht, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zu unterscheiden des Guten und Bösen. Ja, damit man nämlich herausfindet und unterscheiden kann, was der Wille Gottes ist oder nicht. Ja, und das ist für die Gereiften, für die Erwachsenen. Und obwohl man sagt, dass man errettet ist, aber trotzdem nach etlichen Jahren immer noch im Glaubensleben nicht herangewachsen ist und als Christ nicht vernünftig leben kann, ja, sondern sagt, ja, ich bin schon so und so viele Jahre errettet und äußerlich gesehen sieht man so aus, als würde man gereift sein, erwachsen sein, aber man ist immer noch wie ein Unmündiger in Christus, in den Augen Gottes. Das sollte nicht so sein, aber dass wir erwachsen werden in unserem Glaubensleben, dass unser Leben sich verändert und auch aufrecht ist vor Gott, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und alle Christen, wie sie zu leben haben, steht ja auch in der Bibel geschrieben. Also steht in Matthäus Kapitel 5, Vers 48 geschrieben, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist auch den erretteten Christen so gesagt worden. Dass die verdorbenen Sünder errettet worden sind. Vorher war es ja so, dass man dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Teufel gefolgt ist und der Mensch, wenn er nicht errettet ist, wird er immer bösartig. Ja? Die Bösartigen, sie werden, und die Betrüger werden immer betrügerischer und werden immer bösartiger und diese Welt wird erfüllt mit Sünde. Aber die erretteten Christen sind ja zu Gott zurückgekehrt. Deswegen verändert sich das Leben und es verändert sich der Alltag. Und genauso wie vollkommen Gott ist im Himmel, sollen die Christen ja auch immer vollkommener werden. Und die Frage, wie
erwachsen wir werden können und wie aufrecht wir in dem Herrn leben und wie sehr unser Wesen, unser Intellekt sich dem Herrn auch ähneln kann. Natürlich funktioniert das nicht mit dem eigenen Fleiß oder mit dem eigenen Eifer, sondern genauso wie die Eltern einen auf die Welt bringen und das Kind auch heranwächst, nur wenn es in der Familie bleibt, in der Obhut der Eltern bleibt, das ist etwas Selbstverständliches, das ist auch nicht etwas Schwieriges, sondern nach dem Zyklus, ja, wie es sich gehört, ist es etwas, was ganz einfach erfüllt wird. Ja, und das Glaubensleben funktioniert genauso. Nachdem man nun errettet ist, wird das, was wir tun sollten, wie auch Jesus gesagt hat in Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 3 bis 4, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Und in Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 20 steht, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ist das nicht erstaunlich? Ja, deswegen, das Leben eines erretteten Christen bedeutet, in dem Herrn zu leben. Ja, das ist erstmal das Wichtigste. Was bedeutet das denn? Ja, es gibt einen Lobpreis, da steht, ich habe gelernt, in Jesus Christus zu sein. Ja, in Jesus Christus zu sein, das sollten wir zuerst erfahren. Ne? In Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dass die Reben an dem Weinstock dranbleiben, dass die Rebe dranbleibt, ist genauso wie dass man in Christus klebt. Dann bekommt man ja auch die Nährstoffe von den Wurzeln und kann auch heranwachsen. Das gehört einfach zusammen. Wenn wir in dem Herrn bleiben, dann wird das Leben des Herrn in uns auch erfüllt und wir werden heranwachsen. Das ist etwas ganz Natürliches. Und deswegen haben wir auch letztes Mal darüber gelernt, was es heißt, in dem Herrn zu sein. Und Jesus hat immer Dinge, die selbstverständlich sind und natürlich sind, genommen, um uns es ganz einfach zu erklären. Ja? Zum Beispiel der Weinstock und die Reben. Und Jesus ist das Haupt und die erretteten Christen sind der Leib. Ja, und die Frage ist nun, was ist denn das Ganze? Und zwar das Haupt, das ist ja bestimmt, ja. Ihr seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 12 bis 13 steht geschrieben, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Nachdem wir errettet worden sind, haben wir die Gnade und das Leben Gottes bekommen. Wir wurden auch getauft durch den Heiligen Geist. Ja, das passiert, wenn wir errettet worden sind. Das darf man nicht missverstehen. Ja, denn nachdem man errettet worden ist und durch den Heiligen Geist getauft wird, das sind nicht zwei verschiedene Dinge. Ja, auch wenn wir getauft werden, heißt das nicht, dass wir dann erst den Heiligen Geist empfangen, sondern die Taufe bedeutet, ich bin mit dem Herrn zusammen gestorben, begraben worden und wieder auferstanden als neues Leben durch das Leben des Herrn. Der Sünder ist gestorben und ich bin als Gerechter wieder lebendig. Ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich lebe für Gott. Ja, das ist damit gemeint und sozusagen ein Liebesgeständnis in dem Glauben vor den Geschwistern und vor Gott. Ja. Wenn wir eine Sommerversammlung hatten, dann haben wir auch
immer eine Taufe gehalten in dem Seminargelände. Und in den letzten 2 Jahren können wir gar keine Sommerversammlung in unserem Seminargelände machen und keine Taufe durchführen, aufgrund Corona. Aber bald werden wir in der Lage sein, wieder in der Sommerversammlung zusammen die Zeit zu verbringen. Wir beten dafür auch. Und nachdem man errettet worden ist, braucht man die Taufe auch. Das bedeutet nicht, dass man getauft werden muss, um errettet zu werden, sondern die Erretteten sollen sich taufen lassen. Und die Errettung, die wir nun bekommen haben, die wollen wir damit auch preisgeben vor den anderen Menschen und auch damit proklamieren: Ich bin gestorben mit Christus und ich werde jetzt zusammen mit Christus leben. Das ist so ein Entschluss auch, ne? Natürlich, wenn man errettet worden ist und später getauft wird, ist es auch nicht schlimm, ne? Denn Jesus an sich braucht ja nicht getauft werden. Das heißt, seine Taufe ist etwas anders als unsere. Ja, denn Jesus, der die Sünden der Welt auf sich genommen hat und dass er sterben wird mit der ganzen Sünde auf sich und dann wieder auferstehen wird, das hat er mit der Taufe an sich selbst gezeigt. Und als er dann wieder aus dem Wasser herauskommt, bedeutet, dass er als neues Leben aufersteht und als auferstandenes Leben weiterlebt. Und dann ist ja auch der Himmel geöffnet worden und es kam eine Stimme und sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ne? Und der Himmel hat sich geöffnet. Das bedeutet, indem Jesus stirbt und wieder aufersteht, öffnet sich der Himmel, der verschlossen war zwischen den Menschen und Gott. Ja, das ist damit gemeint gewesen. Und dass es einen Frieden zwischen Gott und den Menschen gibt und dass der Heilige Geist auf uns kommt, auf die uns Menschen. Und indem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, bedeutet es, dass der Heilige Geist sagt: Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, mein geliebter Sohn. Und ja, das ist damit auch in Verbindung. Das heißt, dass Jesus getauft worden ist, bedeutet, dass Jesus für uns sterben wird, auferstehen wird und für uns, was er für uns getan hat, wird damit gezeigt. Und nun die Menschen, die errettet sind. Der einst der Mensch ist gestorben und wieder auferstanden. Der Sünder ist gestorben und der Gerechte lebt. Und das restliche Leben für Gott und seine Herrlichkeit zu leben. Ja, das ist so eine Proklamation. Ja, denn die Erretteten haben ja auch, also wenn man geheiratet hat, warum hat man eine Hochzeit für die Ehe? Dass man auch den Menschen proklamiert: Ich gehöre ihm und sie gehört mir. Dass man das vor den Menschen proklamiert und sagt auch, dass wir jetzt für ewig eins geworden sind. Und so ist auch die Taufe, indem man halt sich taufen lässt und auch verkündet, dass man dem Herrn gehört und auch für den Herrn leben wird. Nichtsdestotrotz, nachdem man nun errettet ist, lebt man ein neues Leben. Und Jesus ist das Haupt geworden und wir sind gemeinsam der Leib des Christus und ein Teil, ein Glied im Körper. So steht in Römer Kapitel 12, Vers 5 geschrieben: So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Es gibt so viele errettete Menschen, Menschen, die wir kennen, Menschen, die wir nicht kennen, Menschen, die noch errettet werden sollen. Und wir sind alle zusammen in dem Leib des Christus. Es gibt einen Kopf und den Körper, das ist ganz wichtig. Und vom Kopf aus werden alle, vom Gehirn aus, alle Wachstumshormone in die Körperteile reingesteckt. Und man wächst dann auch dadurch.
um von den allen Nerven, von Zerebralnerven auch bis zu den kleinsten Nerven werden die Befehle weitergeschickt und so bewegt sich auch der Körper danach. Und so ist auch Jesus unser Haupt, unser Kopf und wir sind seine Glieder und die ganzen Nerven, die in unserem Körper sind, genauso wie diese Befehle ja vom Kopf auch bis in jede kleinsten Nerv weitergegeben werden, so lässt uns der Heilige Geist auch den Willen Gottes erkennen und auch das Wollen und auch die Kraft, dies zu vollbringen, was der Wille Gottes ist. Und der Christ sollte dann auch den Willen Gottes erfüllen, denn der Kopf sagt, geh in die Richtung und der Körper geht in die andere, das darf ja auch nicht sein, ne? Und wir sollten auch wissen, dass wir in Christus, nachdem wir errettet worden sind, eins sind, ne? Nachdem wir errettet sind, sind wir nicht mehr allein. Bevor wir errettet worden waren, waren wir alle auf uns selbst gestellt. In Jesaja Kapitel 53, Vers 6 steht geschrieben: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Ja, zwei Leute können eigentlich auch nicht den gleichen Willen haben. Jeder hat seine eigenen Gedanken, jeder hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Sturheit, seine eigene Meinung, jeder ist anders. Und man kann sagen, dass man wirklich egoistisch ist. Man hat ja, Gott verlassen und jeder ist auf sich selbst. Aber in Petrus, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 25 steht geschrieben: Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und euren Hüter. Ja, die Schafe, wenn sie den Weg verlassen haben, dann gehen sie ihren eigenen Weg. Ja, sie gehen so, wie sie es möchten. Und letztendlich werden sie von einem Raubtier dann zerfressen. Jetzt seid ihr aber zurückgekommen zu eurem Hirten und eurem Hüter der Seelen. Man ist nun zurückgekehrt. In Johannes Evangelium Kapitel 15 steht geschrieben, wie Jesus sagt, jemand hatte 100 Schafe, aber er hat eins verloren. Und der hat ja die restlichen 99. Was bringt es denn, wenn einer noch weg ist? Ja. Aber er weiß ja, ja, ich weiß, welches Schaf das ist. Jetzt ist es weg. Macht immer das, was er mir will. Jetzt ist er weg. Schön. Das ist toll. Ja. Das macht der Hirte nicht. Der Hirte sagt, oh nein, das Arme. Und er lässt das eine zurück. Die 99 zurück und um das eine zu finden, denn er freut sich mehr über das eine, was er gefunden hat, als die 99, die zurückgeblieben sind. Nun ist man angekommen bei den 99 und wir sind jetzt nicht mehr verloren, sondern Gott hat mich gefunden. Ja, und das sollten wir unbedingt wissen. Und nachdem wir nun errettet sind, sind wir nicht mehr allein, sondern wir gehören in die Menge. Und die wir viele, sind ein Leib geworden. Ja, wenn man verheiratet ist, bedeutet es ja, dass die zwei ein Leib geworden sind, dass sie ihr Schicksal teilen, dass sie durch dick und dünn gehen. Ja. Mann und Frau. Ja, und dass der Haupt der Frau der Mann ist und der Haupt der Gemeinde Christus ist. Und Jesus sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja. Und man hat bis zum Tod sich hat er sich preisgegeben. Der Mann, die Frau ordnet sich dem Mann unter und der Mann, dem Christus, bedeutet ja, dass man in einem Leib ist. Ja. Und ich bin ein Teil davon. Darüber sollte ich mir im Klaren sein. Denn ich bin nicht mehr ein verlorenes Schaf, sondern ich gehöre in der Menge Gottes, in diese Herde Gottes. Ja, es wird eine Herde und ein Hirte sein, steht in Johannes 10, 16 geschrieben. Der Herr
Er bewahrt uns, er leitet uns, der Hirte, der uns führt. Ja. Und wir sind nun in der Herde, die von Gott geleitet wird. Und diese Wahrheit ist etwas, was uns auch doch nahe kommt, oder? Und ein Schaf, das die Menge verloren hat, darf ja nicht mehr auf sich selbst zurück, oder? In Lukas Evangelium Kapitel 15 steht geschrieben, jemand hatte zwei Söhne, ja? Und der jüngere Sohn, er redet ganze Zeit über das Erbe, das er bekommen soll, wenn der Vater verstirbt. Und weil er so sehr es wollte, hat er es ihm gegeben. Und letztendlich hat er das Geld verschleudert und er kehrt zurück zu seinem Vater, nachdem er in der Hungersnot ist. Weil er weiß, ja, mein Vater wird mich schon annehmen. Er wird mich nicht dem Tod preisgeben. Und dieser Mut ist doch schon bemerkenswert, ja. Das bedeutet nämlich, jeder Sünder, wenn er zurückkehrt zu seinem Vater, dann wird er auch angenommen. Und 2. Petrus Kapitel 3, Vers 8 und 9 steht ja geschrieben, dieser aber soll nicht übersehen, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Ja. Und der Vater hat den Sohn wieder aufgenommen und gesagt, du bist mein Sohn, bitte verlass mich nie wieder. Er hat ihm die schmutzige Kleidung abgelegt und hat ihm neue Kleidung gegeben. Er hat ihm einen neuen Ring um den Finger gegeben und gesagt, du bist mein Sohn. Ja, er hat ein Rind geschlachtet und eine Feier, ein Fest gemacht. Ja, damit der Sünder auch Freude in dem Herrn haben kann. Ja, und der Herr ist für uns gestorben. Wie ein Rind. Ja. Aber wie kann denn der Sohn nochmal den Vater verlassen? Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Die Einstellung von dem Sohn, bevor er den Vater verlassen hat und wieder aufgenommen worden ist, die wird sich unterscheiden. Er wird seinen Vater nicht wieder verlassen können. Er wird die Gnade, dass sein Vater ihm vergeben hat, nicht vergessen. Und er wird auch nach dem Willen des Vaters leben wollen. Wir sind Menschen, die nicht mehr den Herrn verlassen können. Wir sind nicht mehr allein, sondern wir gehören jetzt in die Schafsherde. Und so steht in Epheser Kapitel 4, Vers 3 geschrieben: Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das Band des Friedens ist die Liebe Gottes, ja, und er hat uns damit gesammelt, dass wir in der gleichen Hoffnung, in der gleichen Liebe beisammen sind und wir dadurch eins geworden sind. Und dass wir diese Einheit eifrig bemüht sein sollen zu bewahren. Ja, genauso wie die Rebe an dem Weinstock bleibt. Ja, und das Schaf auch die Stimme des Herrn hört. Dann reicht es, dass das Glied am Leib fest bleibt. Und wenn das geschieht, dann wird man auch erfüllt mit der Gnade Gottes, mit der Fülle Gottes. Und mit dieser Gnade wird er uns auch erfüllen. Und das ist wirklich etwas sehr Wichtiges. Das Leben in Christus bedeutet, im Herrn zu leben. Ja. Wo ist der Herr? Den kann man noch gar nicht sehen. Der Herr ist aber in uns. Und in der Gemeinschaft zu sein, ja, bedeutet Ekklesias, ja, in der unterschiedenen Gemeinschaft. Ja, nicht nur mit uns selbst, sondern mit dem Herrn zusammen. Ja, man sagt auf Englisch Fellowship. Unsere Gemeinschaft besteht in Christus Jesus und seinem Sohn. Und dem Vater und seinem Sohn. Ja. Wir sind nicht durch irgendetwas Besonderes eins geworden, wir folgen auch nicht irgendeiner bestimmten Person, sondern unser Haupt ist der Christus und der Herr unserer Gemeinschaft ist Gott, ja, der uns
die Gemeinschaft gibt. Ja? Dass wir darin sind, dürfen wir nicht vergessen. Und getrennt von dieser Gemeinschaft können wir nicht mehr den Zufuhr bekommen und auch nicht die Führung des Heiligen Geistes. Und der Weinstock und die Rebe, der Hirte und die Schafe. Wir sind keine Fremdlinge und auch keine Bürger, wir sind auch, wir sind, sondern wir sind fremd, wir sind Menschen mit Bürgerrecht im Himmel, ja, wir gehören zur Familie Gottes. Und Gott ist der König dieses Landes und Jesus ist derjenige, der das Land auch regiert und wir gehören zu dem Volk Gottes. Ihr seid ein priesterliches, ihr seid ein heiliges Volk und ein priesterliches Eigentum Gottes. Ja, königliches Priestertum. Und wir gehören, das Reich Gottes gehört ja nicht zu dieser Welt, sondern zum Himmelreich. Ja. Die Juden dachten, dass das Reich Gottes diese Welt ist, aber das stimmt ja nicht. Das Reich, das von Gott regiert wird, das Heilige Reich. Ja, ist das nicht erstaunlich? Wir wären eigentlich Sünder gewesen, die in Ewigkeit in der Hölle verderben sollten. Aber wir sind nun ein Volk Gottes geworden. Ist das nicht erstaunlich? Das wird so nicht nachvollziehbar sein, aber das ist die Wahrheit. Und wenn wir diese Worte lernen, ja, dann sagen wir nicht einfach, ja, so soll es halt sein, als wäre es irgendwie so ein Film, als hätten wir so einen schönen Film uns angeschaut. Das stimmt, das geht aber nicht so. Sondern ich muss mir bewusst darüber sein, dass ich die Hauptrolle in der Geschichte bin auch. Nun, wir sind Menschen, die das Bürgerrecht, die Staatsangehörigkeit Gottes bekommen haben in dem ewigen Reich. Und eine kurze Zeit später wird der König auch kommen, der wir, die wir auch auf Jesus Christus warten, ja, denn der Herr möchte uns auch in sein Reich mitnehmen und er wird auch bald kommen. Schauen Sie sich mal die Dinge an, die heutzutage passieren. Ja, es gibt Kriege und Kriegsgerüchte. Ja, dass Russland Ukraine angegriffen hat. Und gibt es überhaupt einen Grund dafür eigentlich? Kriege bedeutet, dass viele Menschen ohne Grund sterben werden. Ja, oder auch im Koreakrieg. Wie viele Menschen sind gestorben? Es sind ja nicht nur Soldaten gestorben, oder? Kinder, Zivilisten. So viele Menschen sind ums Leben gekommen. Aber der letzte Weltkrieg, da geht es jetzt nicht drum, wer gewinnt oder verliert, sondern in der Bibel steht geschrieben, dass dieser Krieg auch passieren wird. Ja? In Ezekiel Kapitel 38 steht über das letzte, steht geschrieben, dass es Russland sein wird, ja? Aus dem äußersten Norden. Es ist ja Russland. Das Wort, was vor 2600 Jahren geschrieben worden ist, ist ganz klar. Ja. Russland, da, Europa will sich da auch einmischen, die können sich auch dort einmischen. Sie sagen zu Putin, hör auf, den Krieg zu führen. Ja, und sie sagen ja auch, es gibt große Konsequenzen dafür. Ja, aber Putin sagt ja auch, ne, was erzählt ihr da? Ich mach das, was ich will. Ja, die ukrainische Hauptstadt Kiew, ja, da war ich auch sehr oft zu missionieren. Und dort habe ich auch in der größten Gemeinde ein Bibelseminar gehabt. Aber Kiew wird gerade angegriffen, ja. Falls Amerika und Europa sich da einmischen würden, was würde wohl passieren?
Dann kann der Dritte Weltkrieg entstehen. Was ist der Dritte Weltkrieg? Man kämpft. Und wenn die Politiker meinen, die müssen sie umbringen, dann wird eine Atombombe gezündet. Und ein Atomkrieg, da geht es nicht mehr darum, wer gewinnt oder verliert. Ja, ein Atomkrieg, alle wissen, dass es dort keinen Gewinner und keinen Verlierer geben wird. Ja, es gibt 9 Länder, die, mit Nordkorea, die Atomwaffen besitzen. Ja, aber diejenigen, die die Atomwaffen besitzen, die können es nicht nutzen, weil sie wissen, was für Konsequenzen es gibt. Ja, sondern man hat diese Waffen ja nur, damit man nicht angegriffen werden kann. Und wenn aber eine Atombombe explodiert, dann wird alles explodieren. Und wenn dieser Atomkrieg ausbricht, dann wird die Menschheit innerhalb von 30 Minuten verschwinden. Ja, und das ist jetzt eine Geschichte von ferner Zukunft, sondern es steht vor der Tür und die ganze Weltwirtschaft wird auch dadurch betroffen sein. Ja, nichtsdestotrotz, man hat Kriegsgerüchte, Kriege, dann Seuchen. Nachdem die Corona-Pandemie vorbei ist, dann wird es ist schön, wenn alles dann gut läuft, aber was passiert denn danach? Dass die Wiederkunft des Herrn so nahe vor der Tür steht, ist ganz klar. Ja, und wir dürfen nicht denken, dass das Leben danach rosig wird, ja? Sondern wir haben eine Aufgabe, nämlich den nicht erretteten Menschen das Evangelium zu verkünden und auch bereit zu sein, den Herrn, der wiederkommt, zu empfangen. Wenn man immer noch nicht bei Sinnen ist, das darf nicht sein. In 2. Petrus Kapitel 4 steht geschrieben, Vers 7: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen, nüchtern zum Gebet. Das Ende ist nahe gekommen. Und dieser Vers ist ein Vers, der wirklich in unserer Zeit ganz passend ist. Ja, und was sollten wir dann tun? Bedeutet nüchtern sein. Ja, nüchtern bedeutet, wenn ein Hausherr einer Familie, er sollte ja seine Familie nachschauen und fürsorgen. Wenn er aber nur am Alkohol trinken ist und nichts Richtiges tut, dann ist er nicht richtig bei Sinn. Dann kann die Familie nicht laufen. Ja, die Politiker sollten dann auch wirklich bei Sinnen sein. Und wir Christen sollten eigentlich die sein, die am besonnensten sein sollten. Ja, und wie soll ich dafür leben? Ja, wie die Ungläubigen einfach nur ein Bekenntnis geben, dass ich errettet bin, zur Gemeinde gehen hin und her, das ist doch nicht der Christ. Ein wahrer Christ, wir sollten als ein wahrer Christ leben. Und wir wiederholen einfach mal das von letztes Mal. Das Wiederholen ist sehr wichtig. Und als der Tempel Gottes, ja, werden wir mit ihm, mit Jesus Christus zusammen erbaut. Und jetzt geht es nicht mehr um einen Tempel, der mit Händen gemacht worden ist, sondern Jesus ist der Eckstein des Tempels geworden. Und wir erfüllen mit ihm zusammen ein heiliges Haus. Ja, denn das Volk Israel hatte damals einen Tempel gehabt, aber Jesus ist der Eckstein dieses Tempels und dieser Tempel wird noch weiter gebaut. Ja, also er ist noch nicht zu Ende gebaut. Und wenn dann dieser Tempel zu Ende gebaut ist, dann wird auch das Werk Gottes auch zu Ende gehen. Ja, und dass ich ein lebendiger Stein dieses Tempels bin, ja, so werde ich auch ein Teil davon.
Wir selbst sind ja auch ein Teil davon. Ne? Steht ja auch in 1. Korinther 6,19 geschrieben. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Ja, es ist die Gemeinschaft der erretteten Christen. Der Herr, der in mir wohnt, ja, weil er in mir wohnt, ist es der Tempel, mein Leib. Und in 2. Korinther Kapitel 6, Vers 19 steht ja, wir sind ein Leib. Wir sind ein Tempel. Unser Leib ist ein Tempel, ja. Und Vers 16 steht, ich will in ihnen wohnen, unter ihnen wandeln, ne, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Ich selbst kann nicht das Werk des Heiligen Geistes erfüllen. Wenn ich aber in der Gemeinschaft Gottes bin, dann können wir es erfüllen. Ein Finger, wie wertvoll ist so ein Finger? Ja, der ist sehr wertvoll, aber der ist wertvoll, wenn er am Körper dranbleibt, dann kann er auch seine Aufgabe erfüllen. Aber ich alleine kann den Willen des Hauptes nicht erfüllen. Aber wenn ich an dem Herrn dran bin, wird er seinen Willen durch mich erfüllen. So steht in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 20 geschrieben, in Epheser Kapitel 3, Vers 20 geschrieben, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ja, ich kann es nicht tun, aber wir können es tun, durch die Kraft des Herrn, die in uns wirkt. Ja, etwas sehr, sehr Wichtiges. Und aus dem Grund, in dem Herrn zu leben, was das bedeutet, das sollten wir wirklich ganz genau wissen. Ja, in dem Herrn, wenn wir in dem Herrn sind, dann kriegen wir auch das Leben in Fülle. Und mein Glauben wird auch heranwachsen. Ich werde auch genährt. Und ich bekomme die Führung und auch den Schutz. Und deswegen darf ich diese Gemeinschaft nicht verlassen. Das ist wirklich etwas sehr Wichtiges. Aber weil man das eben nicht weiß, dann hat man einige Zeit miteinander verbracht und dann sieht man einen nicht mehr. Ja, dann geht er von Seoul nach Busan, ja, in die Stadt, in jene Stadt. Wir haben in Korea über 220 Gemeinden. Wir werden auch immer mehr. In Amerika haben wir eine Gemeinde. Wir haben überall unsere Gemeinden, auch in ganz Europa. Ja, egal wo man ist, man kann in die Gemeinde gehen. Man kann das Glaubensleben führen. Wir sollten nirgendwo hingehen, wo es keine Gemeinde gibt. Egal wie sehr ich dahin will, egal wie lukrativ das da ist für mich. Gibt es keine Gemeinde, sollte ich nicht dorthin. Das Glaubensleben sollte das Ziel sein, nicht in Frieden und in Freude zu leben. Die Menschen dieser Welt schaffen das vielleicht so zu leben, aber die Christen, die sollten das nicht tun, weil dann wird der Herr einen nicht so leben lassen. Die Menschen dieser Welt, die werden in Ruhe gelassen, weil wenn sie sterben, dann kommen sie irgendwann in die Hölle. Aber wir Christen, wenn wir nicht gehorsam sind dem Wort Gottes, dann werden wir eine Strafe erleiden von Gott. Das darf nicht sein. Von dem Herrn getrennt, wenn wir leben, wie wir wollen, ja, das klappt schon. Das ist ein Missverständnis. Das geht nicht. Es gibt einen Bruder, der will auswandern und hat die Auswanderung schon fertig gemacht. Und bemerkt, dann ist er errettet worden und fragt sich, wie soll ich denn da leben? Ich kann da kein Glaubensleben führen. Und hat das Auswandern hat er dann aufgegeben. Ja, so ein Entschluss, den sollte man haben. Ja. Ja, und eine Schwester,
Sie will gerade auswandern und ruft vom Flughafen an und ruft am Flughafen mich an und sagt, ja, ich werde jetzt bald auswandern. Tut mir leid, dass ich mich nicht verabschieden konnte. Und ich frage, gibt es dort eine Gemeinde? Nein, gibt es nicht. Warum gehst du dorthin? Gibt es keine Antwort darauf. Ja? Wie Lot, der Abraham verlassen hat, weil er wusste, Sodom und Gomorra ist toll, und dann ist er gegangen. Ja, und er kam trotzdem nicht bei Sinn, obwohl er fast gestorben wäre und hat überlebt und nur sein Leben hat er für sich bestimmen können. Wurde aus dem Feuer errettet. Und das soll nicht sein. Ob wir nun leben oder sterben, nach dem Willen Gottes. Wie kann ich denn gut essen, leben und trinken? Das soll nicht sein. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, ja, wie kann ich nach dem Willen Gottes leben, dann wird der Herr uns auch dort unterstützen, ja. Wir sollen daran auch glauben. Und in Titus Kapitel 2 haben wir auch gelesen, Kapitel 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Die Gnade ist gegeben allen Menschen. In 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Er möchte, dass alle Menschen errettet werden. Möchte er das nur? Und er möchte, dass jeder Mensch errettet wird. Ja? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, wie sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn zum Tod preisgegeben hat. Und jeder, der an ihn glaubt, wird errettet. Ja? Und es gibt keine Ausnahme, ob der gut ist oder ob der böse ist, ob der toll ist oder schlecht ist. Egal welche Hautfarbe man hat, egal wie man aussieht, das macht kein, spielt keine Rolle. Jeder Mensch ist nämlich von Gott erschaffen und wertvoll. Deswegen liebt er sie gleich. Ja, alle bekommen das Sonnenlicht von Gott ab. Ja, alles bekommt das Leben Gottes und genießt alle Privilegien gleich, ja. Ob gut oder schlecht, ob man Gott kennt oder nicht, Gott gibt seine Gunst jedem gleich. Deswegen möchte er auch, dass jeder Mensch errettet wird. Das ist wirklich ein erstaunliches Wort, oder? Gnade ist etwas, was einfach gegeben wird. Als würde man es atmen, ne? Ja, wenn man die Gnade Gottes bekommt, man. Egal wie die eigenen Taten sind oder nicht. Ja, es gibt keinen, der zugrunde geht, weil er schlecht ist. Ja? Wenn man die Gnade annimmt, wird man errettet. Wenn nicht, dann nicht. Und Vers 12. Sie nimmt uns in Zucht. Ja? Wer ist mit uns gemeint? Die erretteten Christen. Uns nimmt er in Zucht. Es ist nicht so, dass er uns errettet und uns einfach so lässt und sagt, ja, okay, du bist errettet, lass uns im Himmel treffen. Nein. Sondern er nimmt uns in Zucht, wie es sich gehört für den Ki eines Kind, eines Kind, eines Christen, ja. Er hat das Volk Israel ja auch 40 Jahre durch die Wüste leben lassen. Ein Sünder, dass er errettet wird, da ist man zwar dankbar für. Ja, man ist ein Kind Gottes geworden, aber um in das Himmelreich zu kommen, dafür soll man ja auch geziemt sein. Ja, und er bildet uns aus und er trainiert uns, dass wir diesen Weg gehen können. Von dem Tag an, an dem wir errettet sind.
Ja, wenn ein Kind geboren ist, dann wird es ja auch gezüchtigt und auch ernährt. Wie wird man gezüchtigt? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Ja, gottlosig sein. Ja, nicht gottesfürchtig zu sein, das ist auch eine Sünde. Wenn wir den verdorbenen Leib uns gemäß leben, das ist nicht richtig. Das ist nicht gottesfürchtig sein. Und wenn wir nicht gottesfürchtig sind, aber als wir nicht gottesfürchtig waren, ist Christus für uns gestorben. Ja, und all die Begierden des Fleisches wegzuwerfen, ja, das ist wichtig. Ein nicht gottesfürchtiges Leben soll bereinigt werden, ja, alle Begierden des Fleisches niederzulegen. Alle Gedanken, alle Taten, die nicht Christ geziemt sind, die nicht zu Gott gehören, die sollten abgelegt werden, sondern in Gottesfurcht, ja, und in nüchtern, besonnen sollen wir sein. Die Menschen dieser Welt gehören zur Nacht, steht geschrieben. Ja, die, die schlafen, die, die betrunken sind. Ja, in der Nacht geschehen ja die meisten Sünden, wenn es dunkel ist. Wir waren einst Finsternis, jetzt sind wir das Licht. Wir sollen auch leben wie die Kinder des Lichts. Ja, als Kinder des Lichts sollen wir auch leben. Ein besonnenes, ein waches Leben, ja. Ja, in Gerechtigkeit. Und gerecht zu leben bedeutet, aufrecht zu leben, ja, und gottesfürchtig. Ein Leben, das Gott fürchtet. Jeder Bereich meines Lebens wirklich nach dem Willen Gottes leben zu wollen. Ja, so ein Leben sollten wir führen. Das, was nicht richtig ist, sollten wir ablegen. Ja, die Sünde dahingestellt. Ja, man kann nicht nach dem Willen des Fleisches leben und auch nach dem Willen Gottes gleichzeitig. Wie soll das funktionieren? Ja, eine Frau kann nicht diesen Mann und auch nicht ihren eigenen Mann lieben gleichzeitig. Das geht nicht. Ja, eine Sache sollten wir schon ablegen, ja, abschließen, um nach dem Willen Gottes zu leben, nach der Gerechtigkeit und Gottesfurcht. Ja, solange wir auf dieser Welt leben, in dieser Welt leben, gottesfürchtig sollten wir sein, ja, restliches Leben. Bevor wir errettet waren, waren wir entfernt von Gott und haben gelebt nach unserem eigenen Willen, haben in der Sünde gewandelt. Aber jetzt, nach dem Willen Gottes zu leben, als die Kinder Gottes, das ist etwas, was Gott von uns möchte. Das möchte er auch von uns sehen. Ja. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Herrn, unseres Retters Jesus Christus. Der Grund, warum der Herr uns errettet hat, ist, damit wir unser restliches Leben nicht in dieser Welt im Schlemmer und im Genuss leben. Ja. Ja, das heißt jetzt nicht, dass er uns keinen Segen in unserem Leib gibt. In Matthäus Evangelium Kapitel 10, Vers 30 steht geschrieben: Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes gezählt. Und ich weiß, dass ich vertraue, der Herr, der mich kennt, und dass er stets mich
schützen wird, das weiß ich ganz genau. Ja, dass er nicht nur meinen Geist bewahrt, sondern auch mein Fleisch. Ja, das stimmt, er wird mich bewahren. Dass sogar die Haupthaare gezählt sind, bedeutet, es gibt nichts, was er nicht weiß. Ja, wir sollen nicht drum kümmern, was wir anziehen sollen, was wir essen sollen, was wir trinken sollen, denn der Herr weiß es bereits. Dass er es weiß, bedeutet, er wird es verantworten. Ja, das heißt ja nicht, dass wir nichts tun sollen, sondern es gibt ja auch die Aufgaben, die wir haben. Nach dem Willen Gottes, ja, zu leben, ein Leben zu leben, was ihm freudig ist, dann wird er uns alles Gute hinzufügen, auch im Fleische. Der Grund, warum er uns errettet hat, ist, damit wir eine ewige Hoffnung bekommen. Ja, eine Hoffnung, eine große Hoffnung. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 und 4 steht geschrieben, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus aus den Toten. Lebendige Hoffnung. Damit wir ein unvergängliches, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, bei unverwelklichen Erbe. Es gibt so viel, was auf dieser Erde verschwinden wird, zugrunde geht. Und die Menschen dieser Welt, sie haben so viel Hoffnung auf dieser Welt und möchten wirklich, sind am Strampeln, um das zu erreichen. Ja. Aber das ist vergebens. Ein unvergängliches, unverwelkliches Opfer. Heiliges Opfer. Ja, und für diese Hoffnung wurden wir errettet. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Ja. Unsere letzte Hoffnung ist, dass der Herr wiederkommt. Ja. Der Herr, der wiederkommt. Wenn ihr dies alles seht, dann wisst, dass der Sohn des Menschen nahe vor der Türe ist. Der Tag Jesus Christus seiner Wiederkunft ist so nah und das ist etwas, was wirklich uns auch vor Augen ist, ja, dass er vor der Türe steht. Das sind die Zeichen, die erfüllt werden sollen, bevor er wiederkommt. Alle sind erfüllt. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, wenn er heute kommen würde. Ja, eine Schwester sagte zu mir, rufte mich an. Wird der Herr innerhalb von 5 Jahren kommen? Und ich weiß nicht, warum sie genau 5 Jahre meint. Und ich sagte, ganz einfach, er kann sogar heute kommen. Denn alle Prophezeiungen, alle Zeichen vor seiner Wiederkunft sind erfüllt. Der Herr, wann er wiederkommen wird, ob im Tage oder bei Nacht. Ja. Und ich weiß nicht, wann er kommen wird. Ob es Tag sein wird, Nacht sein wird. Hauptsache, ich bin unbeschämt, wenn der Herr kommt. Und mit dieser Einstellung sollten wir einfach leben. Ja, denn wir warten auf Jesus Christus, der uns errettet hat. Er hat dieses schwache Leib. Dieses schwache Leib, was wir auch haben, den wird er verwandeln zu einem unvergänglichen Leib. Ja, und die, die lebendig sind, sie werden wie der Herr sich verwandeln. Und die, die tot sind, die werden auferstehen. Ja, und wir leben in einer Zeit, in der wir lebendig den Herrn wieder treffen können. Mein persönlicher Wunsch ist, dass wenn meine Aufgabe für Gott erfüllt ist, dann lass mich gehen von dieser Welt. Ja, dann, wenn ich meine Aufgaben erfüllt sind, dann möchte ich nicht mehr weiter hier leben, ganz ehrlich. Dann ist doch viel besser vor dem Herrn zu sein
100.000, 10.000 Mal besser. Wenn es Dinge gibt, die ich noch tun muss, lebendig tun muss, ja. Ja, den Willen Gottes zu verkünden. Ja, wie im Psalm 118, Vers. In 17 geschrieben steht. Aber wenn ich zu leben habe, wenn ich kann, dann möchte ich auch lebendig den Herrn treffen. Ja? Wenn ich doch lebendig den Herrn empfangen kann, ist es doch das Schönste für den Christen, was er bekommen kann, oder? Wie Henoch. In Hebräer Kapitel 11, Vers 5 steht ja auch geschrieben, dass der Henoch durch Glauben den Tod nicht gesehen hat, sondern lebendig den Herrn getroffen hat. Ja, und bevor er entrückt worden ist, hat er das Zeugnis bekommen, Gott wohlgefällig zu sein. Bevor Henoch entrückt worden ist, hat er das Zeugnis bekommen, dass er Gott wohlgefällig ist. Und Henoch, als einer, der errettet war, hat das Zeugnis von Gott bekommen, dass er Gott wohlgefällig ist. Ja, wir sind reingewaschen worden und wurden gerechtfertigt. Ja, das bedeutet, er sieht uns an als einer, der nicht gesündigt hat. Ja, und wir sollten auch, bevor wir dem Herrn treffen, sollten wir das Zeugnis von ihm bekommen, dass wir ihm wohlgefällig sind. Ja, dass er hat ja auch gesagt, ich habe ihn nie, der Herr verlässt mich nicht, ja. Ich tue ihm alle, was ihm wohlgefällt. Als er am Kreuz für uns gestorben ist, hat er den Willen Gottes erfüllt und der Herr war am erfreudesten zu dem Zeitpunkt. Ja, und der Herr ist bei uns, bei denen, die ihnen wohlgefällig sind. Ja, wenn wir errettet sind, wirklich darüber nachzudenken, wie kann ich dem Herrn glücklich machen und nicht zu denken, wie kann ich mein eigenes Fleisch beglücken. Bevor wir errettet waren, haben wir so gelebt. Aber nachdem wir errettet sind, wie kann ich den Herrn freudig sein? Was wir sagen, was wir tun, alles, was wir machen in unserem Leben, sollte doch zugunsten des Herrn, zur Freude des Herrn, für die Herrlichkeit des Herrn getan werden. Das sollte das Ziel unseres Lebens werden. Und aus dem Grund, ja, dass die Herrlichkeit Gottes gezeigt worden ist, ja, die Wiederkunft des Herrn ist so nah, und wenn der Herr wiederkommt, in Kolosser Kapitel 3, Vers 4 und 5, wenn der Herr in seiner Herrlichkeit wiederkommt, sollen wir auch in seiner Herrlichkeit sein. Ja, wenn der Herr in seine Herrlichkeit kommt, da sollen wir auch in seiner Herrlichkeit teilhaben. Und um das zu tun, müssen wir auch für die Herrlichkeit Gottes leben. Die Tatsache, dass wir errettet worden sind, wie großartig ist das? Mit Worten kann man gut sagen, dass man errettet ist, aber das Leben an sich hat überhaupt gar keinen Willen für den Herrn und seine Herrlichkeit zu leben. Dann ist die wirklich die Frage, ob man erstmal errettet ist. Und wenn er errettet ist, dann missachtet er die Errettung. Darf man die Errettung Gottes wirklich so missachten? Ja, wie kann ich dem Herrn die Gnade vergelten? Wie kann ich das vergelten? Das sollte doch wirklich meine Hoffnung sein. Aber nicht nur mit den Worten, sondern auch wahrhaftig mit den Taten sollte das doch geschehen. Ob ich esse oder trinke oder sonst etwas tue. In 1. Korinther Kapitel 10, Vers 34 steht geschrieben, ob ihr nun 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Wenn es die Ehre Gottes ist, dann tut's. Wenn nicht, dann tut es nicht. In Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat.
in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14 steht, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Wenn ein Mensch, Jesus, für alle gestorben ist, das hat er getan. Er ist für uns alle gestorben. Und in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 6 steht, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Was ist ein Lösegeld? Ja, früher hat man Geld ja geliehen und wenn man es nicht zurückzahlen konnte, dann wurde man verkauft. Die Kinder und auch er selbst wurde als Sklave verkauft. Ja. Und man wird dann hinfortgezogen. Wenn aber ein Freund oder die Familie ihn freikaufen wollte, dann mussten sie ein Lösegeld zahlen. Ja, wir waren aufgrund unserer Sünde sind wir im Satan und im Tod preisgegeben gewesen und waren oft in die Richtung der Hölle. Ja. Und wir konnten nicht einfach so gerettet werden, weil der Lohn der Sünde der Tod ist, hätte etwas sterben müssen. Ja. Deswegen ist Jesus Christus an unserer Stelle gestorben. Er wurde zum Tode verurteilt und ist für uns umgekommen. Den Fluch und das Gericht, was der Sünder bekommen sollte, hat er auf sich genommen. Ja, und der hat sich als Lösegeld gegeben. Er hat sich als Lösegeld für uns gegeben. Ja, der hat alles bezahlt. Wir brauchen nicht mehr gerichtet werden. Wir brauchen nicht mehr in die Hölle kommen. Ja, weil er uns losgekauft hat. Er hat sich als Lösegeld für uns gegeben. Und es gibt ein Ziel dafür. Damit wir befreit werden, ja, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Ja, von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für uns sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Ja, zu reinigen. Durch sein Wort reinigt er uns da Tag für Tag und zu einem Volk, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ja, das Ziel, warum er uns errettet hat. Damit wir rein sind. Damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Ja, wir waschen uns ja jeden Tag. Ja, Tag für Tag duschen wir uns. Sonst werden wir ja dreckig, oder? Ja, wir sollten unser Leben und unseren Alltag Tag für Tag reinigen. Ja, im Wort, in dem wir gehorsam sind, dann werden wir auch Tag für Tag mehr rein werden. Und auch den Herrn immer mehr ähneln. Denn unser Intellekt, unser Wesen, damit es so wird wie der Herr. Dass der Glaube heranwächst, bedeutet, dem Herrn nahe zu kommen, dem Herrn zu ähneln. In Galater Kapitel 4, Vers 19 steht geschrieben, bis die Gestalt Christus in euch gewinnt. Erleide ich Geburtswehen. Die Mutter bekommt Geburtswehen, wenn das Kind auf die Welt kommt. Ja. Ja, und Apostel Paulus hat Geburtswehen erleiden müssen, bis Christus Gestalt gewinnt in ihn. Ja. Damit Gottes Gestalt in uns gewinnt. Ja. Dass der todgeweihte Sünder irgendwann so wie Gott wird, wie der Herr wird. Sollte es nicht so sein? Ist das etwa nur eine Theorie? Ist das etwas, was andere betrifft? Nein, das sollte jedem Einzelnen von uns betreffen. Ja? Die Liebe Gottes, die Herrlichkeit Gottes, das Wesen Gottes. So steht in 1. Johannes Kapitel 1, Kapitel 1, Vers 6 geschrieben, 2 Vers 6, wer sagt, dass er ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie er gewandelt ist.
Ja, das ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Jesus selbst ist sanftmütig und vom Herzen demütig. So sollen wir dem Herrn auch so ähneln. Der Herr hat uns nicht nur errettet, sondern er ist auch uns in allem im Glaubensleben ein Vorbild gewesen. So sollen wir ihm auch immer näher kommen, immer ähnlicher werden. Die Menschen dieser Welt werden immer mehr dem Teufel ähnlich. Ja, sie lassen sich Schönheits-OPs machen, ihre Haare werden schöner, schöne Kleidung tragen. Ja, innerlich sind sie aber am Verrotten, aber äußerlich wollen sie schön aussehen. Warum gibt es kein Röntgenbild, was das Innere fotografiert, ja, wie das Herzen aussieht? Das wäre wirklich eine Tragödie, ja. Auch wenn es kein Herz, kein Röntgenbild für das Herz gibt, aber Gott weiß ja alles. Er kennt unser ganzes Herz. Jeremia Kapitel 17, Vers 9 und 10. Überaus trügerisch ist das Herz des Menschen und bösartig. Wer kann es ergründen? Ja. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, ja. Um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seiner We Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Ja, er wird das vergelten. Man soll Gott fürchten lernen. Nicht dem Menschen schön auszusehen, sondern vor Gott wirklich gut auszusehen. Deswegen, der uns rein macht, zu einem Volk, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Er hat uns befreit, macht uns rein, ja, damit wir nach dem Willen Gottes auch leben. In Philipper Kapitel 1, Vers 26 steht geschrieben. Vers 6 steht geschrieben, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. In der Gemeinschaft mit Jesus Christus hat der Gutes angefangen. Ja, mit dem Willen Gottes tun, das Evangelium Gottes verkünden. Und all das sind gute Werke. In Apostelgeschichte 10, 38 steht, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat. Und alle Heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. In Jesus war die Kraft des Heiligen Geistes so in Fülle, deswegen ist er mit ihm gewandelt. Er hat Tote lebendig gemacht, Blinde wieder sehend gemacht, Dämonen ausgetrieben, Aussätzige geheilt. Alle guten Taten hat er getan. Und dieser Heilige Geist, der in dem Herr ist, ist auch in uns drin. Und lässt uns auch rein werden. Und lasst uns zu einem Volk werden, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und nun die guten Werke zu tun, ja. Ein Volk zu werden, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ja, man nicht so tun, als würde man es tun. Aber es gibt Menschen, die haben auch gar kein Interesse. Ja, meine Aufgaben sind mir auch schon zu viel. Ja, jemand macht das schon. Ja. Ja, wenn alle in den Himmel kommen, ach, ich brauche ja nicht in den Himmel kommen, könnte man dann auch so sagen, oder wie? Ist man selbst nur ein Zuschauer? Wenn nicht ich, dann sollte ich doch auch in der Lage sein, es selbst zu tun. Ja. Es ist nicht schlimm, wenn man in der Welt ein bisschen zurücktritt. Es ist nicht schlimm, wenn man ein bisschen zurückhängt. Ja, aber in dem Werk Gottes sollte man nicht
zurückbleiben, sondern man sollte voranstreiten mit Kraft und Eifer. Ja, und auch in Liebe, man soll eifrig einander lieben, heiß einander lieben. Ja, auch nicht das Werk Gottes so tun, als würde man es tun oder nicht tun, so Larifari, soll es nicht sein. Ja, sondern mit ganzem Herzen, mit ganzem Willen. Um ein Volk zu werden, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das Volk Gottes, ja, ist gottesfürchtig und tut es für den Willen Gottes, um wohlgefällig ihm zu sein. Hat ein Verlangen darin, einen Wunsch in dem Herrn, um das gute Werk zu erfüllen. Das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das ist der Grund, warum wir errettet worden sind. Ja, bevor wir den Herrn treffen, sollten wir für den Herrn leben auch. Unser restliches Leben ist nicht mehr viel. Um nach dem Willen Gottes zu leben, haben wir nicht mehr so viel Zeit. Ja, unser restliches Leben ist nicht mehr viel, wie wir gelebt haben. Gefolgt von, wenn wir vor dem Herrn stehen, dass unsere Herrlichkeit sich dementsprechend anpasst, sollten wir wissen. In Galater Kapitel 6 steht geschrieben, betrügt euch nicht selbst, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wir dürfen den Herrn nicht verspotten, nicht versuchen zu betrügen, denn der Heilige Geist ist in mir, der mich errettet hat, und ihn sollte ich nicht betrüben, auch nicht betrügen. Als Mensch, ja, der hört und nichts nicht tut, der betrügt sich selbst. Das, was der Mensch sät, wird er auch genauso ernten. Wenn wir für den wenn die Herrlichkeit Gottes gelebt haben. Das ist alles Säen. Ja, wenn man Bohnen sät, dann wird man Bohnen ernten. Wenn man rote Bohnen sät, wird man rote Bohnen ernten. Ja. Und wer es für sein Fleisch sät, der wird das Verderben ernten. Ja, für das fleischliche Wohl zu leben, wird bald verschwinden. Das ist alles nichtig. Ja, und wenn wir unser Leben beendet haben, ja, schön, unser Leben war toll, das soll nicht damit zu Ende gehen, oder? Nein. Egal, wie wir in dieser Welt gelebt haben, ob wir arm gelebt haben, in Schwierigkeiten gelebt haben, solange ich für den Willen Gottes gelebt habe, war das richtig. Ja, du, mein geringer, treuer Knecht, du warst im Geringen treu. Da hat der Herr ihm alles vergolten. Ja, und die Christen sollten auch dementsprechend dafür leben. Deswegen hat der Herr uns auch in der Gemeinde gelassen. Und er lehrt uns und er trainiert uns. Und er ernährt uns. Ja. Alles, was ich im Fleisch, für das Fleisch gelebt habe, erstmal abzulegen, sondern in Christus als neues Leben zu leben. Nachdem man errettet ist, dann fängt doch ein neues Leben an. Und das, was vor meiner Errettung war, das sollte ich nicht einfach mit reinziehen. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist was Neues geworden. Ihr seid eine neue Schöpfung. Ja, schaut wir doch mal, wie neu es geworden ist vor Gott, damit man nicht beschämt lebt. Ja, hoffe ich, dass wir das schaffen. Die Wiederkunft des Herrn ist wirklich nah. Es kann sein, dass er heute kommt oder morgen kommt. Es kann sein, dass der Herr in diesem Jahr noch kommt. Und alle Zeichen, die erfüllt sind, erfüllt, die seine Wiederkunft deuten. Es ist nichts, was übrig geblieben ist. Genauso wie es in der Bibel geschrieben steht. Die Worte, die vor tausenden Jahren geschrieben worden sind, werden genau in unserer Zeit erfüllt. Wie sollen wir diese denn abstreiten?
Sollten sie niemals tun. Auch bis zum letzten Moment sollten wir an den Tag des Herrn gedenken und in Gehorsamkeit leben. Lasst uns gemeinsam beten. Erbarmvoller Gott, unser Vater, durch dein wertvolles Blut, das du vergossen hast, hast du uns errettet, hast du uns zu deinen Kindern gemacht und uns in deiner leibgewordenen Gemeinde verweilen lassen, damit wir in noch größerer Gunst und in deiner Liebe leben können, Herr, danken wir dir. Wir danken dir auch dafür, dass du uns Tag für Tag in deinem Wort gedeihen lässt und nährst, bewahrst, sodass wir Tag für Tag auch für dich leben können. Für diese Gnade danken wir dir, Herr. Wir, die wir errettet sind, sind in deiner leibgewordenen Gemeinde. Lass uns deine Gemeinde nicht verlassen. Halte uns fest mit deinem Wort, mit deiner Kraft, mit deinem Heiligen Geist, sodass wir unser restliches Leben ohne Schande leben können, sondern wir als Menschen vor dir freimütig stehen können und deinen heiligen Willen nachtrachten und ein Volk werden, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dies alles haben wir gebetet im heiligen Namen Jesus Christus. Amen.